Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Rezensionsvideo über die letzten vier Kinderbücher. Und ich möchte beginnen mit der kleinen Weihnachtsbibliothek von der kleinen Raupe Nimmersatt. Oder besser gesagt, meine Weihnachtsbibliothek von der kleinen Raupe Nimmersatt vom Gerstenberg Verlag. Da geht es also um Formen, Wörter, Zahlen und Farben. Und das zur Weihnachtszeit mit weihnachtlichen Motiven. Und ich zeige euch einfach mal ein erstes Buch, das für Kinder ab 2 Jahren, dass die also ein paar erste Wörter lernen können und die gleich in Verbindung mit den schönen Illustrationen von Eric Carle. Bei den Formen haben wir zum Beispiel einen Kreis, das ist also so ein Weihnachtsgesteck, was man sich zum Beispiel an die Türe hängt, da krabbelt die kleine Raupe Nimmersatt vorbei. Oder es wird erklärt das Herz, ja okay, das ist einfach ein Herz, illustriert von Eric Carle. Und das ist immer, die Form ist immer noch an der Seite korrekt dargestellt. Und dann als hübsche Illustration sozusagen großflächig. Und es steht noch, stehen die jeweiligen Wörter dazu. Und da hat man also 4 Stück davon. Bei Farben haben wir beispielsweise Grün, das ist hier so ein, ich glaube, es ist ein Mistelzweig, oder? Weiß es gar nicht genau. Mit diesen roten Beeren, was typisches. Oder bei Braun ein Pfefferkuchenhäuschen, da klettert die kleine Raupe Nimmersatt drüber. Dann gibt es noch Zahlen. Da haben wir beispielsweise 6 Pinguine. Denen ist ja auch nicht kalt im Winter. Und wenn wir warm angezogen sind, ist es uns auch nicht kalt. Oder 10 schöne Christbaumkugeln. Und die sind dann also immer im Stil von Eric Carle. Manchmal sieht man die kleine Raupe Nimmersatt, manchmal nicht. Und beim 4. haben wir noch meine Weihnachtsbibliothek, die Wörter. Da sind beispielsweise Freunde dargestellt. Hier sind die Kinder alle mit Tiermasken verkleidet, wie zum Karneval. Da haben wir einen Geparden und ein Zebra und einen Flamingo und noch irgendeinen fröhlichen Vogel und ein Flusspferd. Oder auch Teilen, da sitzen also die Kinder ganz unterschiedlicher Nationen am Tisch und essen alle zusammen. Ja, und ich finde, das ist was sehr Hübsches. Die sind stabil, die Bücher, die haben jeweils 10 Seiten und kommen alle in so einem schönen Schuber daher. Kann man es also gut einräumen und ich denke, die halten auch einige Knabberversuche der Kinder aus. Und man kann thematisch zu Weihnachten den Wortschatz gleich ein bisschen erweitern. Ja. Finde ich also sehr schön. Ach, und kann man auch übrigens als Geschenk machen. Für, von kann man eintragen. Für die Enkeltochter, den Enkelsohn von der Oma oder ja, wie auch immer, von der Mama. Dann geht es weiter mit Onno und Ontje. Freunde sind das schönste Geschenk. Das ist mittlerweile Band 4, ist vom Verlag Koppenrath. Und da geht es um Onno, den Fischer, und Ontje, seinen kleinen Freund, den Fischotter. Ich habe da schon vor langer Zeit mal das erste Buch auf meinem Blog vorgestellt, fand ich auch sehr schön. Ich mag die Reihe, ich mag die beiden, die da auf ihrer Hallig wohnen. Und hier geht es eben darum, dass der Onno sein erstes Weihnachten feiert, der Ontje. Und der Onno wundert sich, warum seine Frau auf einmal hier anfangen will, großartig zu schmücken. Ist doch auf ihrer Hallig gut, so wie es ist. Aber die Olga, seine Frau, sagt, Mensch, jetzt haben wir so einen Kleinen und da wollen wir doch auch ein bisschen feiern. Und hier präsentiert sie so ihre Idee, da wollen wir doch einen schönen bunt geschmückten Weihnachtsbaum haben und Geschenke und mit allen feiern. Und er ist erst ein bisschen mürrisch, aber Olga sagt einfach, Mensch, ich fahre aufs Festland und hol da die Sachen. Doch dann kommt ein großer Schneesturm. Und das wird schwierig. Die Olga steckt fest. Und der Antje ist ganz traurig, denn es ist ja sein erstes Weihnachten, es ist Heiligabend, keine Chance, dass sie zurückkommt. Selbst als sich dann der Schneesturm legt. Und dann merkt der Onno, Mensch, ich kann jetzt hier eigentlich nicht den Onno so traurig sein lassen. Also suchen die zusammen, was sie haben und schmücken ihren eigenen individuellen Weihnachtsbaum. Basteln sich da also einen Weihnachtsbaum zusammen, schmücken den ganz individuell und laden doch die ganzen anderen Tiere ein. Aber zum Schluss, zum Glück, schafft es die Olga dann auch noch und die holen sie ab. Mit den Robben machen sie noch eine ganz lustige Sache und dann feiern sie alle zusammen mit 2 Weihnachtsbäumen und Geschenken und leckeren Sachen zu essen. Ein sehr hübsches Weihnachtsfest, haben auch alle Freunde mit dabei. Der Onno spielt auf dem Schifferklavier und das ist richtig schön. Ja, und auf dieser Seite
Und hier vorne auch gibt es noch so schöne Glitzer-Applikationen für die Kinder. Ist ab 3 Jahren und überhaupt eine sehr tolle Reihe und eben jetzt die Weihnachtsausgabe. Finde ich sehr schön, kann ich nur empfehlen. Weiter geht's mit Olga. Die mutigste Kuh der Welt ist für Kinder ab 4 Jahre vom Knesebeck Verlag. Und da geht es darum, die Olga erzählt also, dass sie vor nichts Angst hat, absolut gar nichts. Und auch nicht vom dunklen schwarzen Wald. Und da wird sie von ihren Freunden ernst genommen, die sagen, Mensch, naja, dann zeig uns das mal. Ne? Wir sind hier erst also auf dem Bauernhof, wo die leben und die anderen Kühe sagen, oh, hast du wirklich keine Angst? Und dann ziehen die los in den Wald. Und da hat die Olga aber jetzt doch ein bisschen Angst, aber dann ist das so hübsch dort und so interessant, das alles zu beobachten und hier mal die Vogelnester sich anzuschauen, das Vögelchen, dass die Olga komplett ihre Angst vergisst. Und dann haben die sogar so viel Spaß, die Olga findet noch eine Höhle und in der Höhle ganz viele spannende Sachen. Da sind nämlich da sind Sachen an der Wand gezeichnet und so, aber als sie zurückkommen, sehen die ihre Freundin weg. Ha! Und da kriegt sie auf einmal ja doch Angst. Und hat so eine Angst, rennt durch die Gegend und landet dann aber krach, bum, boing, auf einmal vor ihren Freundinnen, die begeistert sind und froh sind, dass Olga sie jetzt endlich aus dem Wald herausführen wird. Und Olga ist von da an die Heldin, hat also ihre Angst ganz ungewöhnlich überwunden. Und ab jetzt gibt es die Heldin Olga und man kann mit der Gruseltouren durch den Wald machen. Eine sehr schöne Geschichte für Kinder, um auch zu zeigen, Mut heißt jetzt nicht, dass ich überhaupt keine Angst habe. Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern Mut ist das Überwinden von Angst. Denn das geht uns Großen so und den Kleinen. Und hier ist es schön erzählt in der Geschichte, dass es Kinder, glaube ich, auch ganz gut verstehen können. Dass man vielleicht Angst hat, sich dann traut, dann ist man so in der Sache drin, die man schaffen will, was auch immer es ist, darüber vergisst man die Angst und dann ist man ganz aus Versehen auf einmal mutig gewesen. Ja, sehr schöne Geschichte für Kinder ab 4 Jahren. Und zum Schluss habe ich noch Die Mondfrau und die Sonnenfrau. Das ist ein chinesisches Märchen vom Kunstanstifter Verlag. Ganz edel gemacht mit einer ja, ganz schönen, ich weiß jetzt gar nicht, ob es Leinen ist, also auf jeden Fall ein ganz schöner Einband von der Eleanor Sommer. Und im Chinesischen heißt es also, dass Sonne und Mond beides Frauen waren, die einst nahe der Erde gelebt haben. Und wo auch die Kinder vorbeigegangen sind, um mit ihnen zu spielen. Und die haben sich immer gefreut. Da sind die beiden, die Sonne und der Mond, also Sonnenfrau und die Mondfrau. Und die Kinder kamen sie besuchen, sie waren ihnen ganz nah, die haben sich wohlgefühlt bei ihnen in der Nähe. Und dann kommt aber eines Tages ein ganz böser Mann. Und hier, die spielen da, alles sehr schön. Auch tolle Illustration, da kommt aber ein ganz, ganz böser Mann. Und der will was stibitzen. Und daraufhin, Entschuldigung, jetzt geht ja gerade mein Handy an. daraufhin ziehen die sich schon zurück. Dann sind aber die Kinder ganz traurig und dann kommen sie sogar noch mal näher. Und dann versucht er aber die Mondfrau zu greifen und von da an ziehen sie sich wirklich ganz zurück. Denn sie möchten nicht, dass ihnen jemand was Böses tut. Die Kinder sind traurig, aber die Mondfrau, die kann nicht ganz von sich lassen. Also sie wird von der Sonnenfrau gerettet. Und die Mondfrau besucht die Kinder aber immer noch heute und schickt ihnen, passt auf, wenn sie schlafen und begleitet sie mit ihrem silbrigen Haar. Also eine sehr schöne Geschichte, ganz toll illustriert, vom Kunstanstifter Verlag für Kinder ab 6 Jahren, 5, 6 Jahren würde ich sagen. Sehr, sehr schön, vielleicht für manche Kinder auch ab 3 Jahren geeignet. Muss man, glaube ich, gucken, wie die Kinder drauf sind. Ist wirklich wenig Text, ich zeige es euch noch einmal kurz. Ist ganz wenig Text und ein schönes Märchen und mal was anderes. Ja, ich hoffe, es war das ein oder andere für euch dabei und dann schaltet ihr beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, eure Nele. Tschüss!